spielen Sie ein Konzertprogramm mit Hilfe Ihres iPad. Mit der Playlist-Feature können Sie Titel aus Ihrer Bibliothek auswählen und sie in einer beliebigen Reihenfolge auflisten. Sie können beliebig viele solche Listen anlegen. Schauen wir diese Playlist-Features genau an. Eine Playlist anzulegen ist ganz einfach. Gehen Sie auf der Startseite in Meine Bibliothek. Rechts in jeder Zeile finden Sie das Playlist-Icon. Fügen wir dieses kleine Präludium von Bach in eine neue Playlist hinzu. Wir tippen auf das Playlist-Icon und wählen Neue Playlist erstellen aus. Benennen wir sie Klavierabend. Fügen wir noch ein paar Stücke hinzu. Nehmen wir das berühmte C-Dur-Präludium und das italienische Konzert. Oben in Meine Bibliothek finden Sie die Playlist-Zeile. Tippen Sie auf diese Zeile und lassen Sie sich die von Ihnen bereits angelegten Playlists anzeigen. Hier können Sie eine Playlist umbenennen oder löschen. Ziehen Sie die Playlist-Zeile nach links. Benennen wir die Playlist in Bach-Programm um. Der Name muss sich von den anderen von Ihnen erstellten Playlists unterscheiden. Tippen wir die Playlist an und wir sehen jetzt die Titel unseres Programms. Das C-Dur-Präludium wird als erstes gespielt. Ziehen wir das Stück einfach nach oben. Jetzt tippen wir den ersten Titel an. Wenn wir auf die letzte Seite kommen, können wir das nächste Stück anzeigen lassen, indem wir den blauen Pfeil antippen, die Seite nach links wischen oder mit einem Bluetooth-Pedal umblättern. Wir sind uns sicher, Sie werden das Playlist-Feature genauso nützlich finden. Viel Erfolg bei Ihrem Auftritt!